Hallo. Okay. Entschuldigung. Hallo und herzlich willkommen zu Hearthstone. Ja, Leute, ne? 7 Siege und eine Niederlage. Das heißt 7-1. Unser Deck haben wir uns ja schon letzten Part angesehen. Würde ich euch sehr empfehlen. War ein recht guter Part, vor allem weil ich diesen Deathwing Troll am Ende noch rausgebracht hat. Und ja, wir haben dieses wundervolle Deck. Unsere Highlights sind zwei Wraths, zweimal der Nature, wobei, ja, die haben uns was gebracht, aber ja, es gibt bessere Karten. Also nicht die Highlights, ein Swipe leider nur. Hüter des Heines, Heinz, wie auch immer. Den haben wir auch doppelt drin. Kultmeister, Druide der Klaue, zwei Abominations oder zwei Monstrositäts, zwei Söldner der Venturer Co. Sehr geil. Einmal Starfire Removal und Ysera und Deathwing, beziehungsweise Todesschwinge. Deathwing hört sich einfach viel geiler an, ne? Todesschwinge. Ja, das sind natürlich unsere Highlights gerade gewesen. Unsere Kurve ist auch relativ gut. Gutes Early Game hier mit den Zweiern. Und es fällt langsam ab. Ja, das heißt, es geht gleich weiter in die nächste Runde. Falls ihr euch sozusagen den sechsten Win oder so anschauen wollt. Also ich habe da nicht ganz von Anfang angefangen. Aber könnt ihr euch ja anschauen im letzten Part. Und dann geht es natürlich gleich los hier. Der Gegner wird gesucht. Der Gegner wird gesucht. Der Gegner ist gefunden. Ein würdiger Gegner. Wunderbar. Wunderbar. Ach ja. Ach ja, Hearthstone. Guter Lichtbringer, du blöder Spacko. Ich hasse dich. Ja. Unser liebster Gegner natürlich. Guter Lichtbringer. Weil ich bin nicht so der Fan vom Licht. Ich bin eher der Fan von der Dunkelheit. Deswegen sitze ich auch gerade hier im Kämmer, was für Kämmer, Alter. Im Keller gerade, Alter. Ich sitze gerade im Keller drin. So, säurehaltiger Schlamm, den wollen wir natürlich behalten. Deswegen setzen wir den nicht. Falls er sein hässliches Schwert der Gerechtigkeit ausspielt, säurehaltiger Schlamm. Haha. Falls er sein hässliches Schwert des Lichts König-Typi-Ding-Schwert ausspielt, dann sage ich auch einfach nur, hoho, juckt mich nicht. Und mach einfach irgendwas. So, der Zug ist auch beendet. Und wir haben einen 3-2er. Deswegen finde ich auch die Panther-Karte einfach nur richtig geil. Für zwei Mana ein 3-2er. Und ihr habt die Möglichkeit, wenn im Fall der Fälle, falls ihr mal 3 oder 4 Diener habt, könnt ihr die auch um 1-1 boosten. Ich finde, bei drei Dienern lohnt sich's dann natürlich. Oh, Wolf Rider. Wirklich? Was? Seht ihr, das ist Value. Er spielt eine 3-Mana-Karte und zerstört damit meine 2-Mana-Karte. Merkt ihr was? Na? Habt ihr etwas verstanden? Genau. So, und jetzt sehen wir mal, wie viel wir da rauskriegen, wenn er jetzt seine hässliche 2-Mana-Hero-Ability-Pampe ausspielt, dann sage ich, nö, keine Lust und Hero-Ability einfach da rein. Ja, weil meine ist nämlich gegen seine relativ praktisch, würde ich jetzt mal sagen. Na, mein lieber Paladin. Barek ist übrigens unser Gegner. Nee, ich will dich nicht nachdenken lassen, mein Freund hier. Ja, vielleicht geben wir ihm auch mal einen Gruß. Größer, mein lieber Kamerad. Ich grüße dich, nicht du mich. Ich grüße dich, verdammt nochmal, bring dir das ein, mein Lieber. So. Ich grüße euch. Nein, ich grüße dich. Okay, also eigentlich will ich den jetzt nicht. Ich grüße dich, du Spasti! Ja, scheiße, ich wurde schon wieder gemutet vom System. Okay. Okay, dann wird's Zeit, dass wir hier richtig Schaden drücken. 2 Schaden und einen 1-1er reintraden und für 1 Schaden drücken. Richtig sweet. Mir fällt eigentlich gar nichts ein, was ich damit silencen hätte können. Also die großen Paladin-Karten sind ja, also die Kampfschrei heile deinen Hilden-Karte und sowas halt, aber das ist ja nicht irgendwas tipptopp besonders, nix. Also nix, verstehst du. So, das heißt, nächsten Zug kann ich den vernichten, ich kann aber auch meine Protection machen, weißt du? Okay, was tun wir jetzt? Was wird er wohl ausspielen? Wie kann er denn darauf antworten?
ein Paladin. Wie kann ein Paladin darauf antworten? Er kann mit seinem hässlichen Spacko angreifen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Oder er könnte mit seinem hässlichen Spacko angreifen. Ich grüße euch. So, also ich glaube, ich komme jetzt mit dem raus. Nee, mit dem Fancreeper. Okay, ja, wir haben verstanden, dass du mich grüßt. Da stehe ich drauf, ne? Wenn er mich grüßt, also. Ich grüße euch. Okay. Jetzt geht's langsam zu weit, aber naja. Ich sag einfach mal danke. Ich finde geil, wie die Emotes hier einfach fast gleich sind. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Ich danke euch. Ich danke euch. So, das ist natürlich wundervoll, ja? Nein. 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 Die Natur wird sich gegen euch erheben, meine Liebe. Gell? Okay, in dem Fall sollte ich jetzt natürlich möglichst ihn wegbekommen, weil das ist ein kleiner Hurensohn. Das sieht man auch an dem Licht, was der ausstrahlt. Das sind Hurensohn-Partikel. Die werden nur von echten Hurensöhnen ausgestrahlt. So, und zwei Schaden auf den Helden, Leute. Zwei Schaden, also das ist schon Top-Tier, Leute. Und er hat momentan keinen Kartenvorteil. Wir haben 5 auf der Hand, 1 ausgespielt und er hat für 6 auf der Hand. Hat er die Münze schon gespielt, ist die Frage. Habe ich die Münze schon gespielt? Hat er die Münze schon gespielt? Nein, er hat die Münze. Ich habe sie nicht gespielt. Er hat die Münze, also nochmal sehen, was er damit macht. Bestimmt gleich... Coin, irgendeine hässliche Legendäre für 7 Mana, Baron Geddon zum Beispiel, du Homo-Fürst. Naja, unser lieber kleiner Paladin Barek, der grüßt uns. Oh, Silbermond wird nicht fallen. Das war ein Statement von Barek. Ja, ein wahrer Patriot. In dem Fall werde ich ganz gerne. Okay, den. Sorry für die Sounds. Das waren billige Soundeffekte, produced by Revilum. Du hast doch Revilum. So. Okay. Vielleicht nicht schlau. Vielleicht aber auch schlau, ne? Also ihr müsst euch da immer im Klaren sein. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Und in diesem Fall haben wir unseren 7-6er Söldner von Venturer Co. ausgespielt. Ich liebe diese Karte über alles, weil wenn ich sie ausspiele, habe ich das Gefühl, der Gegner wird jetzt alle seine Spells drauf einsetzen. Und wenn er keine Spells hat, dann wird er 7 Schaden kassieren. Und wenn er irgendein High-Level-Viech spielt, dann werde ich es zerstören. Und im Endeffekt werde ich nur 5 Mana gezahlt haben. Und... dann kommt so ein Zug und dann denke ich mir, warum Gott, warum tust du mir das an? Ja, jetzt haben wir natürlich einen Zug hier vor uns, der richtig bescheuert ist, ja. In dem Fall muss ich die 3 Schaden kassieren, weil ich, ja, ne, ist ganz klar, warum ich das muss. Das mache ich einfach, weil es mir Spaß macht. Jetzt ist er wieder entfrozen. Ich habe überlegt, eventuell den Schildmeister rauszuholen, aber es hätte sich nicht gelohnt, weil er hätte seine 5 drauf gedrückt, dann hätten beide überlebt und mit dem 3er hätte er direkt angegriffen. Ja, genau, nochmal ein Segen der Könige, du Spasti. Hä? Was macht denn der? Hä? Was machen die denn, Leute? Wenn er den nicht heilt, dann lache ich den aber echt aus. Ohne Witz. Ja, Leute, ihr heilt ihn nicht. Das finde ich natürlich vorzüglich, muss ich sagen. Also, klasse Zug. Klasse Zug. Applaus. Wir spielen deswegen Kultmeister. Meisterin, entschuldigt bitte an die Damen, an alle weiblichen Zuschauer. Es handelt sich natürlich um eine feminine, glatzköpfige. So. Okay, eine Karte ziehen. Danke sehr. Der irdenen Ringboy. Hat er nochmal sein hässliches, königliches Segenviech, dann raste ich irgendwann aus. Wenn er jetzt alles swarmt und alle seine Karten ausgespielt hat, dann, selbst dann würde ich nicht Deathwing spielen. Aber schaut euch die Karte an, ist die nicht geil? Schaut sie euch an, Mann. Oh, Deathwing, Alter, wenn er mir in die Augen schaut, dann denke ich,
Friede. Ja, Friede in der Welt, Leute. Das ist, der setzt sich wenigstens dafür ein. So, Deathwing. Legendär, die will ich haben, die Karte. Aber ich glaube, Ragnaros oder Ysera wird es sein. Hoffentlich spreche ich es richtig aus. Vielleicht heißt es ja Ysera. Oder Ysiria. Oder Ysera. Oder was weiß ich, wie man es ausspricht. Keine Ahnung, weiß ich da nicht. Okay, verstärkt ihr noch ein bisschen. Das ist okay. Ja, finde ich wunderbar, weil ich meine, der hat das Spiel auf jeden Fall verstanden. Wir müssen nämlich jetzt einfach nur traden. Ich bin gerade dabei, entweder zu swipen und zu heilen. Nee, ist wahrscheinlich nicht so gut. So, wir traden erstmal den Zweier weg. Dann haben wir nochmal 2 Schaden und den 5er. Wir können dann 6-3 spielen. Und oder wir können einfach aufs Face gehen und den 6-5er spielen. Wobei 6-5 wäre jetzt nicht die smarteste Sache. Okay. Ich will wahrscheinlich den 5er rausbekommen. 5 und 3. Das heißt, wir spielen folgendermaßen. Oder warte mal, ich kann auch 5 und 4 spielen. Wow, ich kann 5 und 4 spielen. Oder ich kann Hero Ability 2 spielen. Ey, das sind so viele Möglichkeiten, ne? Das ist ja unüberschaubar, Leute. Unüberschaubar. Also, was? Ach so, ich komme sogar ganz drauf. Ja, wunderbar. Also, wir setzen das. Wir setzen das. Wir greifen damit an. Und wir platzieren den außen. So. Warum platzieren wir den außen? Weil... Also theoretisch gesehen macht es nicht so viel aus, weil Weihe ist ja kein so ein Cone-Spell, aber es gibt so Cone-Spells wie zum Beispiel Explodiver Schuss vom Jäger. Der geht auf einen und macht den äußeren 2 Schaden. Dann gibt es aber noch so beschissene... er greift an und ich ziehe eine Karte, ist das nicht wundervoll? So, jetzt wird er ihm wahrscheinlich Demut geben. Wenn er ihm Demut gibt, dann kommt die gleiche Situation zustande, die ich schon mal hatte. Dann würde ich das richtig... Ja, 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 danke Spiel, danke! So, und jetzt passt auf, jetzt kommt dieser Brilliant Play, wo ich seinen Wargolem zerstören werde und ihn dann einfach mal gediegen auslache. So. Und das Allerbeste an dem Play ist, wirklich das Allerbeste an diesem Ding ist, der Effekt von ihm ist auch noch weg, bringt einen Dino zum Schweigen. So, jetzt lassen wir den erstmal in der Runde schweigen. So, wir haben einen 7-6er und ich kann alle wieder für einen normalen Preis spielen. Ist das nicht geil? So, richtig geil, ich weiß schon. Wir könnten ihm plus 4 Leben und Spott geben. Das wäre natürlich Schnicke. So, ich muss gerade überlegen. Ja, doch. Ist ganz gut. Ist okay. Oder wir machen 3-4. Nee, ich habe kein 4 mehr. Scheiße. Zu spät. Egal. Also, wir geben dem Typi jetzt natürlich... Warte mal, kann ich finishen? Ich habe 3. Ich habe 4. Ich habe... Also, nochmal ganz kurz. Manchmal sollte man das wirklich machen. Also, 5 Schaden. 9. 4. 6. 9. 13. 20. Was? 20 Schaden. Nächster Zug, Prank, Ding. Nein, wir traden lieber. Plus 4 Leben und Spott. So, plus 4 Leben und Spott. Sorry, Leute. Ich weiß. Es tut mir leid. Zack. Ja, aber wahrscheinlich nicht mal der schlauste Zug, aber... Naja, das juckt mich jetzt erstmal nichts. Der hat es wahrscheinlich geschaut. Also bitte, ich habe doch Demut auf den gesetzt. Was ist denn los mit dem? Wieso ist da plötzlich ein 7-10er da? Ne, das verstehe ich jetzt aber nicht. Ne, also bitte, ja, was ist denn los mit dem Spiel? Das ist wohl mit Bugs und Hackern. Verstehe ich nicht. Also das will ich nicht nochmal sehen hier, ne? Blizzard Entertainment. Was? Okay. Das macht natürlich Sinn. Und da sind wir auch schon wieder in einer Situation, die eines Swipes bedarf. Ja, wunderbar. Ein Swipe. Selbstverständlich habe ich ein Swipe. Da brauche ich mich gar nicht drum zu kümmern. So. Und das ist natürlich noch besser für Swipe. Klar, ne? So, wunderbar. Machen wir erstmal einen schicken Swipe, würde ich sagen. Swipe. Schaden. So, und wir kommen immer weiter voran. Immer weiter. Zack. Spott. Danke sehr. Ach,
Ach ja, wir haben so einen Vorteil, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, wenn ich 2 Mana übrig habe, werde ich gleich am Anfang Wildwuchs einsetzen. Wenn mir nicht 2 Mana übrig bleiben, werde ich es auch nicht einsetzen. Die wir haben, wo wir wahrscheinlich hätte es sich gelohnt, einfach auf die Fresse zu geben und dann im nächsten Zug Dinge zu machen, dann wäre es jetzt schon zu Ende. Aber wisst ihr, ich mache es immer ganz gerne spannend und verliere deswegen auch. Aber naja, das tut jetzt nicht zur Sache. Wir können einen Schaden drücken. Also, wir können 7, 9 Schaden drücken. 9 Schaden und Deathwing könnten wir spielen, theoretisch gesehen. Praktisch gesehen sieht es immer ein bisschen anders aus. Wir können aber auch was anderes machen, und zwar... So hört sich das an, wenn ich rechne. Was wir wahrscheinlich tun wollen, ist Folgendes. Habe ich irgendwie einen Healer oder so? Nein, habe ich nicht. Das ist nicht so gut für uns, Leute. Ach wunderbar, das ist eine Situation, wie sie es im Buch steht. So wunderbar, wir haben Jusera geholt. Ah, warte mal, Leute, da kann man aber schon noch ein bisschen was rausholen, ja, also bitte, gell? So, jetzt ist es fraglich, ob es besser war, weil ich meine, wir haben einen 2-1er, aber keine Karte gezogen. Kann man natürlich jetzt sagen, ja, das ist nicht so gut, ja, das ist gut, ne? Aber wisst ihr was? Ich habe mir gedacht, Leute, es ist besser, jetzt es nicht zu machen, weil die Karten hier werden schon langsam viel und es ist auch okay, mal ein 2-1er da zu haben. Wunderbar. Okay. So, jetzt hat er keine Karten mehr und wir haben, ja, also wir haben 7 Karten, ne? Also, ich muss aber langsam finishen, fällt mir gerade auf, das ist natürlich nicht so gut, unter Druck zu stehen. Also, was soll ich denn machen? Also, bitte. Ich konnte doch nichts dagegen tun, ja. So, wir werden jetzt einfach mal Hardcore spielen, würde ich sagen. Ich habe Albtraum, kann 5-5 drücken. Also so richtig auf den, ja. Okay, das heißt, ich muss jetzt aber langsam finishen, fällt mir auf. Deswegen, so, greifen wir mit dem den an. So, dann kommt ein Death Rattle Boy daher. Können wir noch irgendwie Flächen Damage drücken? Nein, können wir nicht. Also, Trade 2, 6, 2. Ja, doch, ist gut. Ne, ich muss den wegbekommen. Ja, gut. Also, dann machen wir es einfach so. 5, habe ich da noch was? Nein, die gehen doch dann drauf, deshalb. Schwer zu sagen, ob ich den wirklich rausholen soll. Ich mache es jetzt folgendermaßen. 6 auf den Dreier. Greif mit der Hero Ability den da an und greif mit der den da an. Zack. So, ich glaube, wir haben sogar schon den Win im nächsten Zug. Ja, jetzt erst rechts mit Doppel-Albtraum und Abomination doppelt haben wir ihn, glaube ich, an den Eiern. Wieso habe ich es eigentlich so rausgezögert? Ich hätte einfach gewinnen können mit Swipe. Aber, ja Leute, so ist es nun mal. Die Folge dauert jetzt wahrscheinlich wieder eine halbe, dreiviertel Stunde. Da habe ich gar keinen Bock drauf eigentlich, aber... Was tue ich nicht alles für euch? Oh, ein echtes Silber-Champion. Ja, echtes Silber habe ich gerne. Da setze ich nämlich immer meinen säurehaltigen Schlamm ein und dann sind die weg. Blöden Dinge. So, also wir haben 9 Schaden. Ja, wir haben gewonnen. Gut gespielt. Gut gespielt. So. Ich grüße euch. Grüße. Spürt den Zorn der Natur. So, nur für die Trolls. So, dann haben wir hier den sauberen 8. Win rausgeholt. Das heißt, wir sind 8-1. Easy peasy lemon squeezy. Ja, 8-1, ja, das ist der wunderbare 8er Schlüssel, der goldene Schlüssel. Der 9er Schlüssel, also der gefällt mir schon tipptopp, ne? Den werdet ihr dann sehen, also Feuer und so, sage ich jetzt, kleinen Tipp. Den werden wir natürlich nächste Runde sehen. Wir sind 8-1, als ob das nicht geil ist, ja, das ist natürlich ziemlich pro. Das sagt mir, dieses Deck ist ziemlich geil. Und ich habe übrigens, glaube ich, das 2. oder 1. Match verloren hier, was da los war, weiß ich auch nicht. Aber sehr gut, solides Deck, könnte ich Constructed irgendwie versuchen nachzubauen mit dem Staub, den ich nicht habe. Ja,
Diese Karten machen übrigens was aus. Wobei, Deathwing hat mir in letzter Zeit nicht so viel gebracht. Aber vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir natürlich auch mal mit einer Bewertung aushelfen, indem ihr mir mal euren Daumen in den Popo schiebt. Oder ihr sagt, nein, da habe ich keine Lust drauf. Ich lebe koscher und deswegen ernähre ich mich auch koscher. Und ihr könnt auch einfach sagen, Blattsalat. So, bis zum nächsten Mal. Ciao und bis dann.